Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You'll Return und wir sind weiterhin hier beim Wasserkraftwerk. Oh, ja, so viel dazu beim Wasserkraftwerk Muchlina. Aber mittlerweile sind wir nicht mehr alleine unterwegs, sondern die Nebelkinder sind mal wieder hier. Denn wir haben in der letzten Folge einen Schlüssel gefunden und zwar hier im Pornoheftchen bei den Onion Girls, bei den Zwiebelmädchen. Da waren Schlüssel versteckt und zwar für die Tür, die wir öffnen müssen, um das Gerüst zu schnappen. Und mithilfe dieses Gerüsts können wir dann dort die Wand erklimmen und durch das Fenster steigen, wo immer uns das wieder hinführen wird. Aber die große Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir hier denn überhaupt erstmal raus? Denn die Nebelkinder, wie gesagt, sind hier und da oben sitzt zum Beispiel auch schon eins davon. Eins von denen sollte mittlerweile, ja genau das da nämlich, sollte mittlerweile sogar schon verwandelt worden sein. Boah, aber wie sollen wir denn hier einfach so durchkommen? Es gibt, glaube ich, nur diesen einen Weg, oder? Eieieiei, wie der aussieht vor allem auch noch. Oder gibt es noch einen zweiten Weg? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Weg gibt, um da irgendwie rüberzukommen. Oder kommen wir tatsächlich von dieser Seite? Warte mal, wir können es ja mal probieren. Wo würde uns denn das hier hinführen zum Beispiel? Denn wenn wir dort vorne vorbeigehen, sind wir tot. Ich glaube, da sind wir uns einig, da sind wir tot. Aber ich glaube, wir können den möglicherweise ausweichen, indem wir hier rüberspazieren. Und man sieht diese komischen Skulpturen, die sich die da aufgebaut haben. Das ist quasi ihr Heimatplatz. Dort sitzen sie und halten Ausschau, bis irgendwann ein Muckimuck vorbeischleicht, den sie fressen können. Der eine ist unten, die anderen zwei sind oben, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee gerade. Wir haben immer noch das Stasis-Totem, aber das hilft uns immer nur, ja, jetzt nicht mehr eigentlich. Oh, scheiße. Okay, das Ding ist weg. Alter Falter. Eieieiei. So, ich hoffe nur, die verfolgen uns nicht mehr. Das wäre nämlich ein bisschen doof, wenn die jetzt hier nochmal ankommen. Aber den konnte man ja doch ein bisschen einfacher ausweichen, als ich gedacht habe. Huiuiui. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Alles klar, wir haben den Schlüssel. Da ist die Tür offen. Na toll, und da haben wir die nächsten Spinnen, die gleich hier rausschießen werden, oder? Natürlich. Eieieiei. Alles klar, wir kennen so ein Ding schon. Das haben wir nämlich damals schon gesehen in Kimburg. Warte mal, ich versuche das mal irgendwie hier wegzuziehen. I should be careful with the traps. So, und dann gehen wir vielleicht mal von hinten rum ran. So sollten wir rauskommen, denke ich. Wir haben das Ding nämlich schon mal gesehen, als wir die Puppe für Lia, für die Kleine, die wir hier getroffen haben, im Wald aus Kimburg mitnehmen sollten. Die war ja versteckt damals in so Müllsäcken. Und da waren wir schon mal mit so einem mit so einem Teil unterwegs. Warte mal, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne. So. Und dann in diese Richtung. Also, wie man das bedient, das wissen wir mittlerweile auf jeden Fall. So, und dann halt irgendwie gucken, dass wir da so durchkommen. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Oh je, Mini. Hahaha, knapp. Aber wir haben es bis jetzt zweimal geschafft, dann werden wir es ein drittes Mal auch schaffen. Okay, da funktioniert gerade nichts. Warte mal, dann versuchen wir es von der Seite. So, so weit müssen wir eigentlich gar nicht, das sollte reichen. Und dann einfach nur gerade nach vor. Und dann sind wir theoretisch genau da, wo wir hinwollen. Cool. Das war tatsächlich ein bisschen einfacher, als ich eigentlich gedacht habe. Hätte ich mir wirklich ein bisschen schwieriger vorgestellt, das Ganze. Cool. Da sind wir. Wir sind drin. Fuck. They trapped me in here. Na, scheiß mich an, ey.
Jetzt haben wir dieses scheiß Gerüst hier über den halben Platz hierher gebracht, damit die Verrückten da unten kommen, die Nebelkinder, und es umwerfen. Und wir sitzen jetzt hier fest. Es gibt nämlich für uns keinen Weg mehr nach draußen, außer wir stehen auf Tod. Dann springen wir einfach runter. Na super. Und ich dachte schon, wer schreit denn hier jetzt auf einmal? Eieieiei. Oh, du hast es hineingeschafft. Na, guck mal einen an. Und anscheinend war es das noch gar nicht. Mit den Unterhaltungen, die wir hier sehen können. Das geht nämlich hier unten gleich nochmal weiter. Shit. Someone's moving the ladder. That creep. Is he back? Quick, to the window. If it's him, we should stay low. Und die waren definitiv nicht alleine hier, so wie man das sehen kann und hören kann. Die waren definitiv nicht alleine hier. Die Frage ist, wer war denn noch mit ihnen hier? War das das Biest möglicherweise? Hat sich das Biest hier rumgetrieben? Oder war es möglicherweise doch irgendjemand anderes? Okay, da wird es weitergehen. Drehen könnten wir irgendwas. Ich gucke mich mal erstmal um, bevor wir da irgendwas anfangen. Ich gucke mich erstmal um. Da haben wir einen Generator. The wheel is blocked. I can see it clearly from here. If I can get through this window, I might be able to free it. Na, guck mal, ob das so einfach möglich sein wird. Was haben wir hier? Looks complicated. I'd rather not touch it. Okay, also anscheinend die Steuerungseinheit, um diesen Kran irgendwie zu bewegen oder was das hier sein soll. Alles klar. Ja, aber auch das hier sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Und das Fenster könnte man definitiv irgendwie zertrümmern. Nur brauchen wir halt da was dafür, um dieses Rad dort vorne zu befreien. Mhm. Aber man sieht doch hier, man hört keinen einzigen Ton. Also das hier ist definitiv alles nicht mehr in Betrieb. I don't really have time to study these. No, ich dachte, wir lernen jetzt erstmal ein bisschen was. Ein paar alte Container, sag ich schon, ein paar alte Pappkartons. Oh, Bilsenkraut, wo kommt denn das hier? No way. What the fuck have you done? It's not funny, you assholes. Put it back, or I'm going to tell him. Really, would you? Now? I'm going to tell him what you and Stella are doing. You fucking bastard. Enjoy your date. Please, don't leave. Come back. Enjoy your date. Und ich vermute mal sehr, dass das wohl irgendwelche entweder Kinder, wobei die Stimme schon ziemlich alt klang, aus dem Sommerlager sind oder möglicherweise auch irgendwelche Arbeiter. Hm. Und die haben hier wohl irgendetwas verstellt in der Anlage, mit der Leiter beispielsweise oder mit den Instrumenten hier, wir wissen es nicht genau, damit die nicht mehr rauskommen können. Dann war die Drohung von Alexander, sie sollen das schnell wieder rückgängig machen, sonst sagt er uns Bescheid, dem Campleiter, uns als Papa. Aber die anderen haben gesagt, ja, mach das mal, dann sagen wir dem Papa, was du mit Stella machst. Was können wir denn hier drehen? Ich will es gar nicht probieren, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke mir erstmal ein bisschen um hier. Noch auf der... Wobei, andere Seite gibt es, glaube ich, gar nichts. Können wir da unten noch was finden? Ich weiß es gar nicht. Ich drehe das jetzt mal. Komm, jetzt sind wir mal da oben. Dann haben wir da oben zumindest mal alles gesehen. Mal gucken, was das bringt. There's no power in this control station. Na, geht ja super los. Okay, wir können hier WASD drücken, um den Kran zu bewegen, um den Haken zu heben und zu senken. Alles klar. Nur haben wir keinen Strom dafür. Toll. Funktioniert mal wieder nichts. Tja, das kennen wir ja schon. Na gut, dann gucken wir mal, wie es unten aussieht. Hier kommen wir ja, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Da sind wir gerade reinspaziert, denke ich. Oder sind wir hier reinspaziert? Nee. Was haben wir da? Oh Gott, wieder ein Zahlenschloss, eine Zahlenkombination. Locked. Na toll. There's no power. Und es gibt nicht mal Strom für das Ding. Wir könnten hier mal wieder einen Code eintippen, den wir natürlich erstmal rausfinden müssen. Aber es gibt dafür noch keinen Strom. Ah, guck mal, da hinten wird es weitergehen. Ich gucke erstmal hier lang. Mhm, da wurden die Getränke ausgeschüttet, die Becher stehen daneben, da haben wir noch einen Stechapfel. Hier geht's nicht weiter. Was ist das? Ein Radio haben wir hier.
Was ist das denn? There's no power. Ah, da vielleicht können wir das Ding ja aufschrauben. Gucken wir mal. Ach du Scheiße, alles klar. Steckdosenlicht. Kransteuerung, Codeschlösser. Hauptschalter. Okay, wir können ja eins von den Dingern probieren. Entweder die 380C1, C2, C3 oder C4. Das hier funktioniert alles. Wir haben Steckdosen, Lichter, Codeschlösser, Kransteuerung, Hauptschalter, alles eingeschalten. Nur hier brauchen wir eins von den Vieren und wissen nicht genau, welches wir brauchen. Alles klar, dann müssen wir nochmal zurückgehen, glaube ich. Ich vermute mal, das wird der Kran sein. Stand da nicht eine Nummer? Oh ja. 380C3. Alles klar. Und wenn wir eins von den Vieren aktivieren können, dann nehmen wir mal das hier. Sollte das Richtige sein. Problem ist halt nur, wir haben immer noch nichts, um dort den, um das Rad zu bewegen. So, gucken wir mal ganz kurz, wie es auf der anderen Seite hier aussieht. Ich gucke mich ja immer ganz gerne hier ein bisschen um. Und anscheinend sind alle anderen Ausgänge versperrt. Man kommt nirgendwo mehr nach draußen. Gut, mit dem Teil könnte man vielleicht auch das Ding da oben zertrümmern. Aber anscheinend ist es nicht das, was wir suchen. Und überall hier haben wir auch wieder diese Betonklötze und die Metallverstrebungen durch die Gegend fliegen. I'm tired. Everything is locked. Hey, check this out. It's a trapdoor leading down. It's a bit dark, though. Yeah, let's go down there and check it out. I'm trapped here like they were. I need to find what's behind this door. Someone's trying to break in. Aber wer soll denn hier rein wollen? Locked. Toll. Locked. Alles ist zu. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, da drin bewegen sich irgendwelche Maschinen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir da auch gerade wieder irgendwas aktiviert oder so. Mit dem Strom, den wir gerade eingeschalten haben. Deswegen hat halt nichts funktioniert vorher, weil der Strom nicht gelaufen ist. Aber wer versucht denn hier reinzukommen, sag mal? Hier will keiner reinkommen. Das ist die Matratze. What the hell? Keine Ahnung, Freunde, was hier gerade wieder abgeht. Wir sind auf jeden Fall beim 13. Juli mittlerweile angelangt, 2016. Was für ein abgefahrener Ort. Annex hat mich zu einem verlassenen Wasserkraftwerk geführt. Glücklicherweise stand dort nur noch ein Gerüst. So konnten wir durch eines der Fenster, So konnten wir durch eines der Fenster hinein. Drinnen haben wir es uns gemütlich gemacht und geredet, während er meine Hand hielt. Und das ist sogar markiert. Auf unserem Rückweg mussten wir feststellen, dass wir nicht alleine waren. Ein total schmieriger Typ lungerte draußen rum und verschwand schließlich in der kleinen Hütte neben dem Kraftwerk. Ob der wohl hier Wache schiebt? Wir warteten ab und konnten schließlich ungesehen davonschleichen. Nächstes Mal müssen wir vorsichtiger sein. Das nenne ich mal einen Pfad des Mutes. Und man sieht schon, hier sind Unterhöschen und Boxershorts markiert bzw. aufgezeichnet. Das war definitiv ein Liebespärchen. Ich glaube, da haben wir jetzt keinen Zweifel mehr. Was soll das denn eigentlich sein hier? Also abgesehen davon, dass hier generell irgendwelche Hände aus dem Schutt hier rauszukommen scheinen, die diese Matratze halten, jetzt boxt auch noch irgendjemand rein. Soll das ein Code sein? Guck mal, man sieht hier nämlich sich, die Finger bewegen sich. Zwei, eins, drei, vier. Guck mal auf die Finger. Eins, drei, vier.
2, 1, 3, 4. Vielleicht ist das der Code, den wir brauchen für die Tür. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist das Einzige, was ich jetzt irgendwie daraus ableiten könnte. 3, 4. Stern? Ach so, wir brauchen einen sechsstelligen Code. Na, das kann ja lustig werden. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Zwei, eins, drei, vier. Nichts, nichts. Vielleicht steht das nichts für eine Null. Aber 2, 1, 3, 4, 0, 0 haben wir gerade probiert. Probieren wir mal 0, 0, 2, 1, 3, 4. Mal gucken, ob da was draus wird. So it was the code after all. Ja, alles klar. Wir sehen also in diesem verlassenen Wasserkraftwerk Hände, die aus dem Schutt hier rauskommen. Die auf eine Matratze boxen, woher ich keine Ahnung habe, wie diese Matratze überhaupt daherkommt. Das ist mal eine ganz andere Frage. Und die Hände, beziehungsweise die eine Hand, boxt auf die Matratze drauf und gibt uns einen Code, um da drüben bei der Tür reinzukommen. Also das ist ja alles schon sehr weit hergeholt, Freunde. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh Gott, die Spinnen, sag ich schon, die fliegen mal wieder. Oh je. Wir wissen ganz genau, wo das enden wird. Wir wissen ganz genau, wo das enden wird, nämlich genau hier unten in der Unterwelt. Und dort hinten läutet ein Telefon. Und hast du gerade gesehen, was da unten steht? Da steht Stella. Es ist gar kein Telefon, es ist die Tür. Hoppla. Das ist die Wohnungstür. What do you want? Oh my god. Stella, you're totally soaked. Come inside. She is not coming in until she apologizes. Daniel, please. She's so sick. We can't leave her outside. I don't care. She should have thought of that before running away. Call the police and tell them to cancel the search. I don't want to get a fine on top of everything else. You call the police. I am taking her inside. I'm sorry, Father. Please let me in. You will never, ever do this again. Swear it. That's enough, Daniel. She apologized. Let her in before she gets pneumonia. Did your little lecture help? No, obviously not. Or I wouldn't be here in this hell. But it was the first time she ran away, and I wasn't prepared for that. Despite Ida's whining, she didn't end up with anything serious. All she had was a fever, which was gone in 3 days. What bothered me the most is that I never found out where she'd been. So, I took some special precautions. Hat ein paar Vorkehrungen getroffen. More like protecting her from herself. I had someone install a little tracking app, which constantly sent me the location of her cell. Since then, I've always known right where she was. Until you returned here. Yeah. I knew this time was different. At first, I couldn't believe she would come back here. But I'll find her, no matter what it takes. Keep looking, Daniel. This is so much fun. Und wir wissen mittlerweile, wir waren damals ein sehr, sehr strenger Vater. Das haben wir schon in den anderen Sequenzen mit den Fliegen hier gehört, als wir hier unten in der untersten Welt waren, in der Gruselwelt, kann man auch dazu sagen. Haben wir damals schon rausgefunden, wir waren ein sehr, sehr, sehr strenger Vater. Und das haben wir hier jetzt nochmal gerade bewiesen. Stella ist von zu Hause weggelaufen und wir wollten sie gar nicht reinlassen, bevor sie sich entschuldigt. Natürlich muss sie sich dafür entschuldigen, sie kann nicht einfach weglaufen, das ist ganz klar. Natürlich müssen wir die Polizei darüber informieren, dass die Suche abgebrochen werden kann. Aber das wirft natürlich einen ganz anderen Schatten auf die ganzen Geschehnisse hier, denn wenn Stella nicht das erste Mal weggelaufen ist und wenn wir ganz genau wissen durch die Tracking-App, wissen wir ganz genau, wo sie ist, dann wirft das natürlich einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Wenn es nämlich nicht das erste Mal ist, dass sie verschwindet, wird es vielleicht auch nicht das letzte Mal sein.
Und wenn sie möglicherweise genau weiß, so, der Papa kommt mich eh suchen. Naja, ich glaube nicht, dass sie das weiß, weil sie glaubt, weiß wahrscheinlich auch nichts von der Tracking-App zum Beispiel am Handy. Na, das ist natürlich ein bisschen kurios jetzt gerade. Ich glaube, wir haben damals, als wir das Spiel begonnen haben, schon mal gehört, dass das anscheinend nicht das erste Mal ist, dass Stella weggelaufen ist. Aber anscheinend war es jetzt nicht nur das eine Mal und das jetzige hier. Da wird es noch ein paar andere Situationen gegeben haben, würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn ich es jetzt nicht genau weiß, aber ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen. Und ich kann mir gut vorstellen, Stella war definitiv ein Mama-Kind. Die Mama war für sie da, die Mama war fürsorglich und freundlich und wir waren der strenge Papa, der aber trotzdem, wenn es darauf ankommt, sie suchen geht. Genauso wie hier in den Wäldern. Na, ich bin ja sehr gespannt, wo das noch hinführen wird. Und guck mal einen an, wir haben zufälligerweise genau unsere Wohnungstür mit zwei schwarzen Händen hier unten rumstehen. Was für ein Zufall. Die Brechstange ist auch hier. Und ich denke mal, das wird uns ziemlich nützlich werden, da oben um das Fenster zu zertrümmern. Was haben wir hier? Ein bisschen Öl brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Was gibt's da hinten? Abgesehen von unserer Wohnungstür. Ein paar alte Rohre. Ein Seil, das können wir mitnehmen. Alles klar, warum auch nicht? Und sonst nur ein paar alte Pakete. Nichts Wertvolles sonst. Alles klar. Na, dann gucken wir mal, würde ich sagen. Ich weiß nicht, haben wir uns da unten jetzt schon komplett umgeguckt? Ich denke schon, da hinten kommen wir nicht weiter. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal wieder nach oben und gucken, ob wir das Ding hier irgendwie zum Laufen bekommen. Denn wir haben eine Brechstange und wir haben ein Seil. Wobei ich nicht genau weiß, was wir mit dem Seil machen sollen. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Und mit der Brechstange können wir definitiv hier gleich mal das Fenster zertrümmern. So. Sehr schön. Und wir haben ja mittlerweile die richtigen Stromgeneratoren eingeschalten, die 38.0C3. Ah, da waren wir ja gerade, guck mal. Hinabsteigen, da würden wir wieder da unten rauskommen, waren wir hier schon. Ich glaube fast nicht. Wir waren hier noch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Das würde ich auch gerne mal rausfinden. Warte mal, ich werde mal ganz kurz versuchen, hier das Ding zu reparieren. Und nochmal, komm. Sehr gut, denn auf die andere Seite werden wir so schnell nicht raufkommen, blöderweise. Alles klar. Na, jetzt würde es mich aber sehr interessieren, wo wir hier hinkommen. Einmal hinabsteigen. Aha. Aha. Was ist das denn? This is how those two got away. I've got to remove the rock if I want to follow them. Das heißt also, die sind durch diese Tür nach draußen gekommen und wir können die Tür auch einfach entriegeln und hier wieder rausgehen, das ist kein Problem. Die sind durch diese Tür reingekommen, denn wir haben sie ja nur von der anderen Seite gesehen. Da war Alexander davor und hat gesagt, guck mal, hier ist eine Tür, mit der kommen anscheinend irgendwie hier wieder in Freiheit. Und haben hier einen Fluchttunnel entdeckt, der irgendwo in den Keller führt, so wie es aussieht. Und wenn wir genau hingucken, siehst du das, sieht man sogar dort einen grünen Fußstapfen, eine grüne Fußspur. Das heißt, da unten geht unsere Geschichte weiter. Da unten geht die Klarsicht weiter. Wir müssen aber erstmal dieses Ding hier irgendwie wegbringen. Alles klar, wir müssen also den gesamten Steinbrocken hier rausbringen. Und ich vermute mal, genau deswegen haben wir das Seil mitgebracht. Müssen wir nicht das Seil hier anbringen? Na gut, ich würde sagen, wir probieren einfach mal da oben, ob wir was tun können. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Seil irgendwas hier anrichten können. Alles klar, alles klar, alles klar. Also wir müssen hier jetzt mal ein bisschen neu dekorieren. Die Frage ist natürlich, wie kommt denn dieser fette Felsbrocken überhaupt dorthin? Ah, von oben. Alles klar, der kommt vom Himmel reingeschossen, so wie es aussieht. Na, sicherlich. Gut, wir wissen ja, diese komischen Felsbrocken oder beziehungsweise Betonbrocken sind hier überall zu finden, wie zum Beispiel auch da drüben.
Und anscheinend ist zufälligerweise einer genau da gelandet, wo wir hier wieder rauskommen könnten, mit ein bisschen Glück. Na, ich bin ja gespannt. So, probieren wir mal unser Glück. This looks right to me. Sehr schön. Ah, und jetzt können wir wahrscheinlich dort den Haken draufhängen. Das wird es wahrscheinlich sein. Jetzt können wir das Seil dort draufhängen und mit dem Seil den Brocken nach oben heben und wir gehen dann irgendwie in den Keller, so wie es aussieht. Irgendwie in den Untergrund und hoffen dort einen Ausweg aus dem Ganzen zu finden. Na, ich bin ja gespannt. Das schaut gut aus. Now to find good spots to tie them. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Müssen wir die hier festhämmern oder wie? Ah, nee, müssen wir nicht. This should hold it. Alles klar, das sollte schon passen. Dreimal festgekettet, das sollte reichen. Na, ich bin gespannt. Das heißt, jetzt geht's nochmal nach oben in den Kontrollraum. Ich laufe mal ein bisschen. Und jetzt hört man endlich mal ein bisschen Sound von den Elektrogeräten hier. Na, Gott sei Dank. Endlich ist ein bisschen Leben hier ins Gebiet gekommen. So, ich weiß zwar nicht, wie viele Jahre das mittlerweile hier schon alles brach liegt, aber es funktioniert noch. So wie es aussieht. Alright. That should be high enough. So. Und dann sollten wir theoretisch jetzt einfach wieder nach unten spazieren können. Und tatsächlich genauso wie einst unsere Tochter Stella mit ihrem neu gewonnenen Freund Alexander, der bei uns im Lager gearbeitet hat, hier nach unten gehen können, um einen zweiten Ausgang aus dem Wasserkraftwerk zu finden. Das ist unser Plan. Und das war damals auch ihr Plan. Der Plan der beiden. Und ob dieser Plan tatsächlich aufgeht, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Da geht es nämlich weiter hier bei Someday You'll Return. Es gibt, so wie es aussieht, mal wieder zwei verschiedene Wege, die wir gehen können. Einerseits den hier, andererseits den hier. Und da gucken wir natürlich gleich mal in der nächsten Runde, wo uns all diese Wege hier hinführen werden. Hoffentlich schlussendlich in die Freiheit. Denn sonst habe ich keinen Schimmer, wie wir hier rauskommen sollen. Die Türen sind versperrt. Unser Gerüst ist umgekippt, das heißt, wir müssen irgendwie durch den Untergrund entwischen. Na, das kann ja spannend werden. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Runde von Someday You'll Return. Bis dahin, tschüss!